schon, ich bin ja schon da. Ja? Guten Tag, Frau Kampe, darf ich... Nein. Nein, das kann ja nicht wahr sein. Frau Kampe, ich würde gerne... Ja, natürlich. Komm mal ins Licht, lass dich mal ansehen. Ach, ich habe es ja nie geglaubt, damals, als die Nachricht kam. Mit wem redest du denn da, Else? Wer ist denn da gekommen? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich wollte... Störung. Komm doch rein, Junge, komm doch rein. Setz dich. Dein Stuhl steht immer noch an derselben Stelle, wie vor 15 Jahren, genau an derselben Stelle. Und jeden Tag habe ich deinen Platz gedeckt. Immer habe ich den Teller und die Tasse hingestellt. Jeden Tag. Denn ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Ich wusste, dass du nicht mit den anderen ertrunken warst, als ich die Nachricht vom Untergang deines Schiffes erhielt. Mit wem sprichst du denn da zum Teufel? Es ist Harald, Vater. Harald ist zurückgekehrt. Und er ist Kapitän, stell dir vor, auch mein Junge. Nein, das ist ein Irrtum. Ich bin kein Kapitän. Na, dann bist du eben Steuermann. Ich kann doch eure Uniform gar nicht so genau auseinanderhalten. Ist auch ganz egal. Hauptsache, du bleibst jetzt immer bei uns. Versprichst du mir das, Junge? Wo ist unser Harald? Hm? Der da? Nein, ich bin nicht Ihr Harald. Ich will hier nur das Gas ablesen. Wie früher. Genau wie früher. Früher warst du auch so eine Leseratte, Junge. Junge. Na ja, Mutter, nur sei mal ruhig. Der da also will unser Sohn sein. Tja. Nein, ich will nicht Ihr Sohn sein. Das ist keine Frage des Wollens. Das ist eine Frage des Seins. Und ich sage Ihnen, Sie sind nicht unser Sohn. Sie sind ein Schwindler. Aber Vater, was redest du denn da? Natürlich ist das unser Harald. Er hat sich etwas geändert, aber wer würde sich denn in 15 Jahren nicht verändern? Der Wind der Meere hat seine Haut gegerbt und... Das Salzwasser hat sich in seine Hände gefressen. Also bitte. Ich möchte jetzt... Bleiben Sie, wo Sie sind! Bleib ganz ruhig, Junge. Bleib ganz ruhig. Ich weiß, dass du es bist. Das Auge der Mutter lässt sich nicht täuschen. Und wo ist der Leberfleck? Herr Kampe, ich bin hier wirklich nur hierher gekommen. Sie haben hier gar nicht zu wollen. Jetzt machen Sie erst mal den Bauch frei. Jetzt bald! Aber Herr Kampe... Papa, leg das Brotmesser hin! Ich wollte nur das Gas ablesen. Hier ist mein Dienstausweis. Harald, Junge, du bist es. An der Brieftasche erkenne ich dich wieder. Die habe ich dir doch zu deiner Konfirmation geschenkt. Harald, na, das müssen wir begießen. Warte, ich hole uns ein gutes Tröpfchen. Bin sofort wieder da. Och, mein Junge, jetzt wird alles wieder gut. Jetzt bleiben wir zusammen wie in alter Zeit. Versprich mir das. Aber sag mal, Harald, was machst du denn da? Was soll denn das? Komm zu Mutti. Bleib bei Mutti, Harald. Nein! Harald! Na? Ist er weg? Weg. Und? Hat er das Gas abgelesen? Wie denn? Kam er doch gar nicht dazu. Na dann, Prost, Mutter. Prost, Vater. Und nun zu unserem kleinen Unterhaltungsmagazin. Es befasst sich heute... Mit dem Tierschutz. Was denn, Sie sind auch noch da? Ja, also mit dem Tierschutz steht es nicht zum Besten. Es gibt immer weniger Tiere. Ja, dagegen wollten Sie doch was tun, nicht? Ja, selbstverständlich. Ja. Zum Beispiel, warum schult man unsere Rentner nicht zu Braunbären um? Das wäre eine wunderbare Belebung der Wälder. Ein kleiner Brummkursus und schon, also warum eigentlich nicht? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ja, Sie könnten es schon lernen. Brummen und die Wanderer erschrecken. Schön Blödsinn. Der Mensch ist doch kein Braunbär. So. Aha, ja, das ist einleuchtend. Das ist eine Erklärung dafür, warum unsere Rentner nicht zu Braunbären umgeschult werden.
Herr, unser Geschichtsquiz macht Fortschritte. Ja, 98 Fragen haben wir schon. Donnerwetter. Und der Punktestand, darf ich mal sehen? Das sieht ja sehr putzig aus. Ja, da ist ja noch alles drin. Die letzten beiden Fragen müssen also entscheiden. Jetzt kommen wir also zur Frage 99. Welchen historischen Vorgang aus dem 16. Jahrhundert haben wir denn da? Ja? Der Abfall? Ja. Der Vereinigten Niederlande von der spanischen Krone im Jahre 1581. Alle Achtung, wieder ein Punkt für Frau Hilfertborn. Da haben wir ja gar keinen Platz mehr. So, und nun wird es unerträglich spannend. Frage 100. 1492 wurde eine entscheidende Entdeckung gemacht, Herr Sohl. Welche? Bismarck. Aber Sohl, 1492. Nicht Bismarck. Aber ich bitte Sie. Kolumbus? Richtig. Und was entdeckt er gerade? Entdeckt er was? Ja, was denn? Moment, Herr Sorge. Kolumbus entdeckt. Kolumbus entdeckt den Gehweg nach Indien. Jawohl, Kolumbus entdeckt 1492 den Gehweg nach Indien. Gratuliere, Frau Hilfertborn, Sie haben gewonnen. Und Herr Sohl, Sie haben leider verloren. Haben Sie nicht wenigstens so einen einzigen kleinen Punkt? Oh.